Das ist eine gute und auch wichtige Frage. Vor kurzem ging ein Fall durch die Presse, dass eine ältere alleinstehende Dame ihr noch selbst bewohntes Haus verkaufen wollte, und zwar privat ohne Makler. Es meldeten sich natürlich auch viele Familien, die daran Interesse hatten, das Haus zu besichtigen. Das führte zu zahlreichen, etwas unübersichtlichen Besichtigungen, und erst ein paar Tage später bemerkte die Dame, dass ein paar Wertgegenstände fehlten. Und wie können Sie sich vor dieser Besichtigungskriminalität schützen? Hierzu drei Vorschläge und Tipps. Erstens, versuchen Sie am Telefon schon mit dem Interessenten den Kunden zu qualifizieren. Stellen Sie die richtigen Fragen und beachten Sie bitte, mit wie vielen Personen eventuell dieser Interessent zu Besuch kommen möchte. Zweitens, vermeiden Sie Massenbesichtigungen, sondern gestalten Sie Einzeltermine. Nehmen Sie sich genügend Zeit für diese Kunden. Vermeiden Sie auch Überschneidungen, denn sonst stehen Sie auf einmal mit vielleicht 4 bis 6 Leuten in Ihrem Haus und das Ganze ist sehr unübersichtlich. Zudem sollten Sie die Besucher in Ihrem Haus identifizieren. Dies geht ganz einfach mit der Vorlage eines Personalausweises. Genau, nur so wissen Sie, wer wirklich bei Ihnen im Haus war, und Sie können, wenn dann liebsame Gegenstände nicht mehr an Ort und Stelle sind, wissen Sie, wer im Haus war und können leicht nachvollziehen, wer vielleicht der Übeltäter gewesen sein könnte. Wir als professionelle und erfahrene Makler haben mehrere Jahre Erfahrung, wie man Interessenten vor Vereinbarung von Besichtigungsterminen vorqualifiziert, das heißt, welche Fragen man am Telefon schon stellen sollte, um ernsthafte Interessenten von vielleicht weniger ernsthaften Interessenten mit kriminellen Absichten zu unterscheiden. Gerne stehen wir Ihnen hier auch beratend zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Anruf.